Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, in der letzten Folge haben wir hier mal einen kleinen Cut gemacht. Ich muss mal kurz die Rollladen ein bisschen niedriger machen, weil gerade jetzt die Sonne irgendwie schon am Untergehen ist. Und das um 3:30 nachmittags sollte man eigentlich meinen, dass die nicht so tief stehen würde. In der letzten Folge haben wir hier einen kleinen Cut gemacht wegen dem großen Kerl hier hinter uns. Weil sich das danach anhörte, als ob die Sache mit der Schmiede doch ein bisschen längerfristig wäre. Und ich sehe jetzt gerade, wir haben aber hier unten einen Triporter, den wir noch nicht aktiviert haben. Ich würde eigentlich mal glatt behaupten, wir sollten mal eben schnell darüber gehen, damit ich den nicht vergesse zu aktivieren. Ich kenne mich ja. So, Transporter zur Schmiede. Und dann werden wir hier mal mit der Quest weitermachen, / beginnen. Oh je. Die Schmiedeflammen erloschen. Wir haben sie so lange geschürt. Waffen. Ohne die Flammen können wir keine einzigen Nadel schmieden. Es ist einfach unmöglich. Ich würde ja etwas tun, wenn ich könnte. So. Achso, prüfen. Ich wollte gerade sagen, soll ich jetzt hier wegporten? Was steht denn hier? Ich kann es nicht lesen. Benutze die Werkstatt der Festung. Nee, erkundige dich bei den Umarmschmieden. Nee, Umarmschmieden. Oh Gott, ich kann auch nicht mehr. Ach ja, ja, ja. Wenn man zu wenig Schlaf hat, irgendwann rächt es sich. Die Zeit ist reif für den Hammer. Hurra! Hurra! Die Uma tun nichts, was sie nicht wollen. Jetzt habe ich Uma verstanden. Wie soll ich Waffen machen? Wenn es kein Feuer gibt. Ja, das, Wir wollen das Feuer ja jetzt irgendwie kriegen. Es wird schwierig werden, nützlichen Rat von den Uma zu erhalten. Vielleicht kann Baru helfen. Er kann keine Waffen fertigen, weil die Schmiede erkaltet ist? Borotur will sich nur vor der Arbeit drücken. Die Schmiede erkaltet nicht so einfach. Ich habe gehört, dass die Schmiede von einem menschlichen Magier für die Uma gebaut worden ist. Baru kennt Borotur am besten. Er ist ein guter Uma. Sammle etwas Glut, bring sie Borotur und lobe ihn für seine Arbeit. Wenn du ihm genug schmeichelst, wird er sofort wieder an die Arbeit gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so einfach ist, aber gut. Wir probieren es mal. Das reicht schon. Okay. Okay. So. Oh weh, oh weh. Doch, ich laufe doch richtig. Mit dieser Glut könnte ich den Schmelzofen tatsächlich wieder anheizen. Aber das würde auch nichts nützen. Wir brauchen Eisen, um Waffen zu schmieden. Eisen, Eisen, Eisen und noch mehr Eisen. Aber wo sollen wir das bei dem Wahnsinn um uns herum auftreiben? Ich sage dir doch, dass ich nichts unternehmen kann. Da kannst du machen, was du willst. Da unten soll ich jetzt Eisen nehmen, so wie es aussieht. Nee, beschaffe Gerots Armschutz. Armschutz? Achso, halt, ich bin wieder. Oh nee, komm. Wo ist denn dieser Armschutz? Hallo, Armschutz. Ich habe keine Lust, mich jetzt hier mit denen allen anzulegen. Ich brauche den Armschutz. Oder muss ich... Ach so, haben die die irgendwie gestohlen oder so? Moment, das muss ich mal ausprobieren. Verstanden. Okay. Mich nervt es nur immer, wenn dann so viele Gegner auf einmal im Weg stehen und man eigentlich eine Quest machen soll. Da. Wow! Du bist ganz schön ehrgeizig. Also gut. Also gut. Du lässt mich mit deinem Generve ja doch nicht in Frieden.
Außerdem kann ich nicht einfach hier herumsitzen, während die Menschen meine Hilfe offenbar so sehr benötigen. Hehe, ich bin eben der beste Schmied von Galathors Schmiede. Ich werde einige Waffen herstellen, die dem Ruf der Uma Ehre machen. Geh und sag das dem Hauptwachmann, Wachhauptmann. Borotur, der talentierteste Handwerker der Uma, schwingt wieder seinen Hammer. Das könnte man jetzt auch falsch verstehen. Wo ist denn der, Ach, da unten. Ja, dann würde ich sagen, da reisen wir mal kurz hin. So. Oh, ja, ist gut, Mann. Kann man nicht einfach die normalen Tasten fürs Laufen benutzen? Oh, vor allen Dingen erschrecke ich mich dann jedes Mal, wenn ihr irgendeinen Zauber plötzlich führt. Ich bin froh, dass Borotur endlich Waffen fertigt. Unser Feind ist allerdings ein Dämon, der Verwüstung stiftet. Kannst du mehr Verstärkung holen? Wo denn? Bitte Monterke Narun um Hilfe. Auf der Dykoria-Ebene. Wo ist denn die Dykoria-Ebene? Ich habe schon wieder vergessen, wie das jetzt ging. Ich kann es aber auch schneller machen. So, Dykoria-Ebene. Da. Das heißt, dann reisen wir am besten da mal eben schnell hin. Ist mir jetzt egal, wie viel das kostet. So, Monterke anwesen. Ich weiß schon gar nicht. Ja, ist ja gut. Man lauf einfach, ganz ehrlich. Ach, der war das. Dämonen sind in die Borea-Festung eingefallen? Das muss ich Bisho sagen. Ich werde die Kavallerie vorbereiten und dir bald folgen. Das war's jetzt schon. Jetzt habe ich gedacht, ich könnte mir mal eben ein Jäckchen anziehen, weil es hier total kalt drin ist. Blühende Plantage. Bitte Kräutersammler Morpheo um Hilfe. Ist das auch hier? Nee, natürlich wieder nicht. Wo ist denn das? Das ist hier. Porten wir auch mal hin. Oh, das ist aber richtig teuer. So. Da müssen wir hier rum. Wahrscheinlich wieder an 20 Millionen. Ja, ich kann eh kein Kupfer nehmen, weil das nicht mehr funktioniert. Ich weiß auch nicht, warum es nicht mehr funktioniert. Lange Zeit ist es so schön gewesen und ich konnte alles so schön farmen und so, aber naja. Was hast du hier zu sagen? Was? Diese alte Frau soll in dieser Kriegssituation arbeiten? Nee, da steht, der alte Mann soll in dieser Kriegssituation arbeiten. Könnt ihr euch mal entscheiden? Wie unverschämt. Hast du denn gar keinen Respekt vor den Ältesten? Anscheinend hast du deine Manieren aus dem Fenster geworfen. Gut, wie viele Leute sind verletzt? Was soll ich mitbringen? Also die Synchronsprecherin hat aber recht. Das ist die alte Frau, die hier gemeint war. Bitte, ja, irgendwas um Hilfe. Da werden wir mal von oben runter. Das ist ja eh alles gleich, ne? Es geht nur um den, genau. Nur um die Entfernung der Karte, glaube ich. Ja, warum drücke ich G, wenn ich aufs Pferd aufsetzen will? Ich weiß es nicht so genau. Aber es funktioniert nicht. Ach, hier sind wir. Okay. Bei euch bin ich gerne gewesen. Allerdings weiß ich nicht, wo wir jetzt hier durch müssen. Du bist das. Ich wollte mich nicht in den Krieg der Menschen einmischen. Aber wenn er gegen die Dämonen geht, ist das eine andere Sache. Und außerdem stehen wir Poreon in deiner Schuld. Es ist an der Zeit, sie zu begleichen.
Meine Schwester und ich werden dir gemeinsam mit den anderen Purium zu Hilfe kommen. Ich habe so das Gefühl, dass wir hier gerade so einen riesigen Ansturm planen. Das ist wieder zurück, glaube ich, ne? Ja, Boreas Reich. So. Die Leute stehen immer noch so komisch rum, haben nichts zu tun, außer zu tanzen. Ist ja Kriegszeit. Jedem, der dieses Reich schützen wollte, bin ich zu Dank verpflichtet. Borotur hat mir mitgeteilt, dass die Ausrüstung fertig ist. Ich habe ihm bereits geschrieben, also liefere die Ausrüstung bitte bei Vorratsoffizier Lund ab. Ja, wir kennen das ja. Wir müssen hier hin und dahin und was abgeben und wir porten schon wieder, weil wir zu faul sind zum Reiten. Und irgendwann habe ich dann kein Geld mehr. Ich weiß gar nicht, wo ich mein Geld überhaupt ziehen kann. Konnte man das... Ah ja, doch. Okay. Ein paar Münzen habe ich noch. So ein paar. So. Herr Zwerg. Wo sind sie? Oh, die ich habe sie gefertigt. Hunderte hochwertige Waffen in kürzester Zeit. Alles nur dank mir. Eigenlob stinkt. Jetzt weiß ich, warum die Zwerge so gerochen haben früher. Sieh dir das an. Da sind Waffen, die von einem wahren Meister seines Fachs geschmiedet worden sind. Die billigen kleinen Spielzeuge, die sie in der Stadt produzieren, sind nichts dagegen. Sieh dir diese Klinge an. Sie ist so scharf, dass du dich mit ihr rasieren könntest. Sie wird den stärksten Dämonen durchschneiden wie ein heißes Messer ein Stück Butter. Und diese hier. Richtig. Du sagtest, es sei eilig, oder? Nun, dann lass dich nicht aufhalten. Ja, ich weiß nur nicht, wo ich hin muss. Moment, ich muss jetzt noch da unten. Dann laufen wir mal wieder so. Weil ich sonst wieder keinen Plan habe, ich laufen muss. Ach ja, nervt mich doch nicht. Wir machen einen Deal. Ich töte euch nicht als Dank dafür, dass ihr mich nicht ständig nervt. So. Müssen wir denn hin? Da müssen wir hin. Das kann ich also ausmachen. Nein, da ist wieder so ein blöder Boss. Den wollen wir aber gar nicht. Wir wollen ja die Quest weitermachen. So, da. Ich habe auf dich gewartet. Ah, das sind also die Waffen, die Borotur geschmiedet hat. Und wir dachten, Galatus Schmiede würde uns unterstützen. Ich fühle mich viel besser, nachdem ich Boroturs Nachricht erhalten habe. Das Versorgungsteam wartet unten. Die Dämonen greifen unerbitterlich die Vorratswagen an, weshalb wir enormen Schaden zu verzeichnen haben. Mir wurde soeben Bericht erstattet, dass ein Wagengrad bereits zerstört wurde. Leider kann ich meinen Posten im Moment nicht verlassen. Wenn du in Richtung Festung aufbrichst, könntest du ihnen bitte helfen? Wenn du zur Festung zurückkehrst, dann sag bitte Jamir, dass die Nahrungsvorräte für die Kasernen zur Neige gegangen sind. Sobald dieser Krieg vorbei ist, werde ich diesen Mistkerl persönlich an die Gurgel gehen und... ich meine, ich werde Sir Harlock über diesen schwerwiegenden Vorfall ins Bild setzen. Mhm. Finde den Vorratswagen, der ist da oben. Ich habe die besten Waffen gefertigt. Liefer deinen guten Kampfkrieger. Zeig diesen Dämonen, wie mächtig die Waffen der Umar sind. Okay, das heißt, wir müssen jetzt nach da unten. Auf der Suche. Unterstütze die Soldaten. Lalala, wir sind gleich da. Ich weiß nicht, warum die immer diese langen Wege machen müssen, aber ich denke mal, das ist sowieso alles nur, damit man mehr Zeit damit verbringt. Ja.
Da stand gerade was von Fest des Wahnsinns. Kann ich doch nochmal rausgehen? Das hört sich nicht so einladend an. Okay. Ihr seid die Guten, ne? Überprüfe den kaputten Wagen. Was ist passiert? Die Räder sind gebrochen. Wir stecken hier fest, bis sie repariert sind. Wie lange soll das dauern? Wir werden noch etwas Zeit brauchen. Wer ist denn der komische Kerl da? Muss ich mit dir Danke, reden? Dass du den langen Weg auf dich genommen hast. Mit deiner Hilfe konnten wir den Wagen reparieren. Wenn du einen Moment warten könntest, würde ich die Reparaturen abschließen und zurückkommen. Oh, wir sind gerettet. Schließ dich uns doch an. Gut, dann los. Besiege die plötzlich aufgetauchten Dämonen. Das ist doch noch gar keine aufgetaucht. Hallo? Kann mich auch noch nicht bewegen. So macht der Automat. Kann ich reinzoomen? Auch nicht schon, ne? Warum muss ich hier eigentlich zu Fuß rumlaufen? Ich bin eine Herrin, eine Kriegerin, eine Göttin. Ne? Ich heiße ja Mondgöttin hier drin. Warum halten wir an? Ich sollte auf dem Pferd sitzen. Irgendein dämonisches Spielzeug? Ja. Na dann, auf in den Kampf. Hallo. Wir müssen die Vorräte zurückholen. Kann ich schon mal gehen? Beruhigt euch! Formation halten! Scheiß auf die Formation! Brennt! Formation! Gütige Götter! Ich gehe wieder nach Hause. Kapitän! Zur Festung! Wir geben euch Deckung! Macht euch bereit! Genau, lauft! Wir drei geben euch Deckung! Wir zwei. Oh. Keine gute Idee hier! Ja. Der hat einen genommen, ja super. Nein! Ich bin da mal weg. Hier drüben! Schnapp dir das Seil! Ja, lauf! Wie hängt die denn da dran? Oh fuck. Du hast es geschafft. Tu dich mit den westlichen Einheiten zusammen und versucht um jeden Preis die Mauer zu halten.
Okay. Wo sind die westlichen Einheiten? Ich sehe meinen Mauszeiger gar nicht. Ach, hier. Oh. Aua. Boah, ihr nervt mich, ehrlich. Kann ich kein S drücken? Oder war ich jetzt im falschen Bildschirm drin? Ne? Zu viele Gegner an der westlichen Mauer! Wir brauchen Unterstützung! Ja, ich versuche doch, rüberzukommen. Geh mir nicht auf den Sack hier, ich muss zur anderen Seite. Ich hab doch gesagt, geh mir nicht auf den Sack. Das ist los. Doch, das geht jetzt nicht auf Zeit. Ich mach das hier alles so schön langsam. Oh, halt, Moment. F1. F1, F1 war richtig. Okay. Scheiße. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich heile. Hilfe. Ich habe alles vergessen. Tut mir leid, dass ich gerade so leise bin, aber ich bin hier gerade so fixiert auf das Kämpfen. Muss ich jetzt... Nee, ich muss erst hier bleiben. Sichere die linke Mauer. Moment. Da und dann nach links. Nee. Hier. Die Dämonen kommen immer näher auf uns zu. Nehmt die Kanonen und verteidigt die Mauern mit allem, was ihr habt. Wie kann ich die denn benutzen? Leute! Hallo! Achso, Q? Moment. Q und R. Nee, R ist wieder rausgehen. Ach, leck mich doch. Warum schreiben die das nicht dahin? Gewaltiger Dämon! Alle Mann an die Kanonen rechts und verteidigt die Mauern! Moment, da müssen wir jetzt mit R raus. Oh, Leute. Ich wollte euch nur ein bisschen Zeit verschaffen. Hallo, geht doch mal hier hoch! So geht hier nicht weiter. Oh. Der Riese ist zu nah! Schnell! Nutze kritische Explosion, um ihn zurückzuschlagen! Ist er schon tot? Was willst du von mir? Oh, fuck. Noch einer. Hallo? So kann ich den nicht treffen? Oh.
Rechts sehe ich nicht allzu viel. Alle Mann! Nein! Rückzug! Wieso? Die Westmauer wurde durchbrochen. Hallo? Ich will hier raus. Zieht euch mit den Zivilisten zum Trainingsgelände in der Festung zurück. Woher soll ich wissen, wo das Trainingsgelände ist? Rette den Vater und das Mädchen? Moment. Wen muss ich retten? Wo muss ich retten? Evakuiert zuerst die Zivilisten. Haltet um jeden Preis die Stellung. Kommt mit! Schneller! Schließt euch mir an, wenn ihr leben wollt. Achso, das ist meine. Papa. Nicht so viele Fragen stellen, einfach mitkommen. Gut, weiter geht's. Los! Ich hab keine Angst. Nein. Sollte ich doch nicht haben. So, erstmal wieder ein bisschen auffüllen hier. Kommt mit, Leute. Wir ziehen uns zurück. Oh, leck mich. Noch einer? Wo müssen wir hin? Ich laufe einfach mal den Soldaten hinterher. Bei mir ist die Bevölkerung. Lasst mich nach vorne. Ich bin eure Schutzmauer. Legen die Formation fest. Was für eine Formation? Ich bin hier verzweifelt. Hallo, Formation. Das hat ja was von dem letzten Resident Evil Teil hier. Na, ihr räudigen Hunde. Hallo, ich war gerade im Großangriff. Wir halten nicht mehr lange durch. Ja, ich wäre schon viel schneller da, wenn ich einfach rüberkommen könnte. Was sind das für Viecher? Soldaten, Rückzug! Halt, ist das? Das sind die Orks. Elementare, begleichen wir unsere Schuld. Vergeltung im Namen von Nahun! Oh, die Verbündeten kommen immer. Arroganter Dämonenabschaum. Seht die Macht von Lutera! Stärkung! Hilfe ist unterwegs! Haltet noch etwas durch! Nicht aufgeben! Darf ich mich denn auch wieder bewegen, bitte? Okay. Warum sollte ich aufgeben? Das wird jetzt gerade lustig. Auch. Da. Mach die gar nicht. Hallo.
So, das dauert mir zu lange. Lass uns vorrücken. Wir müssen denen helfen. Die Verbündeten kommen zwar immer zu spät, aber sie kamen. Wir werden Boria retten. Tötet die Dämonen. Rückt vor, Jungs. Lasst euch das von einer Frau sagen. Keine Ahnung hat, was sie tut, aber gut darum. Weil ich befürchte, dass es noch irgendwie einen großen Gegner geben wird. Hallo, mach den nochmal platt da hinten. Warum steht der jetzt wieder? Hallo? Was ist das gerade? Und wieso schieße ich über meine Gegner drüber? Auf sie! Nicht, mein Freund. Wir müssen weiter. Was auch mal. Komm, für den einen will ich jetzt nicht meine ganze Mana hier auf. Das war die falsche Taste. Brennen sollt ihr Dämonen! Tut mir leid. Ich hätte eher kommen sollen. Ja. Ich bin dankbar, dass ihr überhaupt gekommen seid, Sir Nahoon. Die Burg ist von den Dämonen befreit. Oh, edle Ritterin. Pater Amel ist verschwunden. Er war gerade noch direkt neben mir. Sir Hellrock! Amel ist im Lager des Gegners! Ist das wahr? Azaran! Ich werde nachsehen. Der Priester sieht aus, als würde er kämpfen. Gabrian? Wir machen uns sofort auf den Weg! Wir werden mitkommen. So wie wir. Wir leihen euch unsere Stärke. Los, beeilen wir uns. Komm, retten wir deinen Freund. Ui, darf ich das behalten? Ja, da aber leider die Aufnahme sehr, sehr lang geworden ist, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und die Rettung sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.